Ich möchte euch da kurz die Wurzeln von der Winterkresse, eben Barbarakraut oder echtes Barbarakraut genannt, zeigen und ein bisschen was zur Pflanze selbst dazu erzählen. Ist nämlich eine zweijährige Pflanze und beginnt ihr Leben, dass sie im ersten Jahr einmal nur die Blätter ausbildet. Und diese Blätter sammeln dann brav Energie, was in die Wurzeln gespeichert werden, um dann im zweiten Jahr genau dies zu ermöglichen, nämlich so einen doch beachtlichen Austrieb. Also kann zwischen 30 und 90 cm hoch werden. Seht, gibt es erhebliche Größenunterschiede eben. In dieser Zeit, also wenn man die jetzt praktisch im ersten Jahr findet, beziehungsweise im Frühjahr, bevor das Ganze dann so austreibt, kann man die Wurzeln auch ganz gut nutzen und eine scharfe Paste draus machen oder einfach auch so zu Wurzelgemüse dazugeben und mitkochen, ist dann eben nur weich. Jetzt ist es eben schon, wie gesagt, also ich kann da eigentlich den dreckigen Teil runterbeißen und der ist nicht wirklich sexy. Also das Ganze ist jetzt schon verholzt. Aber wenn man mal weiß, wo man so eine Wiesen findet, kann man eben auch im Winter das Blattgrün sehen und finden. Somit hat man dann die Blätter zur Verfügung, aber auch die Wurzel. So viel zur Wurzel vom echten Barbarakraut. Und ich werde jetzt dann ja, da ein bisschen was brocken und dann wird es eh Zeit zum Mittagessen. Mahlzeit!